einen Schaden oder so Protokoll unterschreiben muss über allfällige Mängel. Dass man genug Platz hat für das Wichtigste, ein paar Möbel, ein Bett. Sich ummelden bei Gemeinde, die ganzen Adressänderungen, Belag, Telefon, Handy, oh, viel. Eine Hausratsversicherung abschließt, sich bei der Belag anmeldet, dann die Adressenänderung, glaube an die Post oder so weiterschickt. Als Mieterin und als Mieter haben Sie die Verpflichtung, pünktlich den Mietzins zu zahlen. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil es kontrastische Folgen haben. Im Mietvertrag steht, wann Sie jeweils den Mietzins überweisen müssen. Sie haben auch weiter das Recht, eine Wohnung zu haben, in der es keine Schäden gibt. Also wenn es einen defekten Kühlschrank gibt oder einen defekten Abwaschmaschine, muss der Vermieter diese sofort reparieren. Man muss auch sagen, dass im Mietvertrag, und das wäre dann ziemlich gravierend, ein Mietzinsvorbehalt angebracht ist. Das heißt, dass nicht der ganze Mietzins geschuldet wird, ist hier und jetzt, sondern später man Mietzinsaufschläge zu erwarten hat. Das ist wichtig, dass man das beachtet, diese Mietzinsvorbehalte, weil allenfalls können sie dann geltend gemacht werden und allenfalls springt das dann das Haushaltsbudget und dann ist man sehr im Nachteil. Für die Kündigung der Mietwohnung müssen Sie die Kündigungsfrist einhalten und der Termin, auf den die Kündigung möglich ist, das steht beides im Mietvertrag. Normalerweise sind das 3 Monate Kündigungsfrist. Es gibt viele Mietverträge, die sehen Kündigung auf jeden Monatsende vor. Es gibt aber auch solche, die sehen nur 3 Kündigungstermine im Jahr vor. Für die Wohnungsabgabe bei der Kündigung braucht es eine sehr gründliche Reinigung. Heute ist der Standard relativ hoch, der verlangt wird für eine saubere Abgabe, sodass Sie keine Schwierigkeiten später haben. Wenn Sie selber nicht sehr gut im Putzen sind, empfehlen wir Ihnen, die Übergabe an ein Reinigungsinstitut, an Fachleute, damit wirklich die Übergabe klappt und sehr gründlich geputzt ist. Die BILAG ist die Fernseh- und Radiosteuer. Die BILAG ist, soweit ich weiß, etwas für den Telefon- und Fernsehanschluss. Was die BILAG ist, das weiß ich nicht. Die BILAG hat den Auftrag, die Gebühren für den Radio- und Fernsehempfang in Rechnung zu stellen und natürlich auch einzukassieren. Radio- und Fernsehprogramme zu produzieren, das ist nicht kostenlos. Und dafür müssen wir für einige Radio- und Fernsehsender pro Tag rund 1,30 Franken pro Haushalt bezahlen, was dann am Schluss 460 Franken rund pro Jahr ausmacht. Das heißt, wir haben für diesen 1,30 Franken ein sehr vielfältiges Angebot an Medien in der Schweiz. Alle Haushalte müssen die Radio- und Fernsehempfangsgebühren bezahlen, in denen mindestens ein Gerät vorhanden ist, mit dem man Radio hören kann oder eben Fernseh schauen kann. Das betrifft übrigens auch das Handy, den Laptop und das Autoradio. Also nicht nur die herkömmlichen Fernsehgeräte und Radiogeräte, sondern alle Geräte, mit denen man irgendein Programm empfangen kann. Im Prinzip müssen nicht alle Personen in einer Wohngemeinschaft die Radio- und Fernsehempfangsgebühren bezahlen. Wenn ein Gerät vorhanden ist und man sich dafür anmeldet, dann kann man die Gebühren von rund 460 Franken pro Jahr untereinander aufteilen. Wenn Leute sich nicht bei der BILAG für den Radio- und Fernsehempfang anmelden, dann kann es zu einer Buße von bis zu 5'000 Franken kommen und die Gebühren der vergangenen Zeit müssen nachbezahlt werden.